Gut. Fangen wir mal an. Name der FPÖ, Bezirk Oberpullendorf. Darf ich euch alle recht herzlich zum zweiten Bürgerstammtisch in Lackenburg recht herzlich begrüßen. Selbstverständlich möchte ich auch unseren Ehrengast begrüßen, den Landesparteiobmann in Johann Schürz. Was passiert in Bullingen? In Bullingen schaut so aus, dass die Armut steigt und steigt. Das Thema ist halt die Armut, aber nicht, weil wir plötzlich alle arm geworden sind, sondern weil die ganze Situation das mitbringt. Das heißt, die EU-Erweiterung hat uns in Wahrheit Armut gebracht. Das ist definitiv so. Wir sehen ja im Zuge der Arbeitsmarkteröffnung, sehen wir, dass unsere Arbeitsplätze natürlich gefährdet sind. Das sind so. Schatten, da gibt es jetzt ein Video, wo der Grenzübergang nicht mehr geöffnet werden soll, weil da glaube ich 400 Fahrzeuge von Ungarn nach Österreich kommen, nur in Schattendorf. Was sagt uns das? Warum fahren da 400 Auto nach Österreich? Warum? Weil die alle in Österreich arbeiten. Das heißt, die fahren ja nicht spazieren um 7 in der Früh, sondern die fahren nur in Schattendorf. 400 Fahrzeuge nur in Schattendorf nach Österreich. Das muss man sich wirklich vorstellen. Und das wird immer ärger. Und ich glaube, man sollte auch definitiv, und das habe ich im Landtag schon ein paar Mal gesagt, am Anfang haben sie mich geprügelt. Mittlerweile gibt man schon an der Landeshauptmann recht. Mittlerweile wird das immer ärger. 350.000, das müsst ihr euch jetzt mal wirklich vorstellen, 350.000 Menschen aus Ungarn und der Slowakei, hauptsächlich Ungarn, wollen nach Österreich arbeiten. Vorstellen, was da los ist. Das heißt, das Problem, das wir haben im Zuge der Arbeitsmarktöffnung, ist, dass natürlich das Gehaltsthema heruntergeschraubt wird und dass halt jeder dann halt in Österreich arbeitet, nicht so, bis er sich kehrt, um 1200 Euro, um 1100 Euro, sondern vielleicht um 700 oder 800 Euro und da kann ein Österreicher gar nicht mehr mit. Jetzt hast du die zweite Geschichte mit der Mindestsicherung, die kommt auch noch dazu, das heißt, die Mindestsicherung sind 844 Euro. Also das spaltet sich ja massiv. Die ganze EU-Entwicklung ist in Wahrheit eine unglaubliche Fehlentwicklung. Das ist wirklich eine Fehlentwicklung. Anstatt dass man bilaterale Abkommen gemacht hätte im EU-Raum, das heißt bilaterale wirtschaftliche Abkommen, wo man sich wirtschaftlich austauscht, sagt man einfach, wir schließen alles zusammen, wir machen einen freien Grenzübergang, wir machen eine freie Arbeitsmarktöffnung. Das kann und wird nie funktionieren, auch im Bereich der nicht nur Lohnnebenkosten, sondern in der finanziellen Geschichte insgesamt. Man sieht das an Griechenland. Ein kurzes Beispiel und nachher rechts wieder auf der EU. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Damals Italien, der Lire. Nicht? Die Lire wurden immer abgewehrt. Das wurden immer abgewehrt. Das hat aber Österreich nicht betroffen, Deutschland nicht betroffen, das hat nur Italien betroffen. Jetzt ist es aber so, dass alles, was in der EU passiert, uns schockt. Also, egal, ob das jetzt Griechenland ist oder egal welcher Staat auch immer, dass wir sind immer die Betroffenen. Das heißt, das ganze EU-Gedankengut ist deshalb gescheitert, weil man nicht daran gedacht hat, nur an bilaterale wirtschaftliche Abkommen zu denken. Jeder soll seine eigene Grenze haben. Muss ja nicht Grenzsicherung sein, sondern jeder soll sein eigenes Territorium haben und jeder soll seine eigene Wertschöpfung haben, aber bitte nicht die ganze Vermischung. Wo führt die Vermischung hin? Und dann bin ich schon fertig in Bezug auf EU, wo führt die ganze Vermischung hin? Die ganze Vermischung führt nicht nur bis nach Afrika, sondern über Afrika hinaus. Was kommt? IS kommt plötzlich, kommen plötzlich Kriege, plötzlich ist die EU, gibt es eine NATO, plötzlich gibt es vielleicht eine eigene Armee in Europa, plötzlich wird alles vermischt, plötzlich ist alles irgendwie eins. Und erinnern wir uns zurück an Jugoslawien. In Jugoslawien hat es da funktioniert, als der Tito, ich weiß nicht, ob man kein Verein, Tito zusammengehalten hat, als der Tito nicht mehr gelebt hat, ist alles explodiert. Es wird ein Vielvölkerstaat nicht existieren können. Das wird es nicht geben. Es ist unmöglich, das geht einfach gar nicht. Und deshalb gibt es auch das Thema Armut. Da halte ich mich jetzt wirklich ganz kurz, weil man hat natürlich immer, man schweigt immer gerne aus, das ist ganz klar. Armut, um das Thema an den Punkt zu bringen, es ist so, dass in Burgenland 4.500 Kinder akut armutsgefährdet sind, 9.000
Kinder sind armutsgefährdet, 4.500 Kinder sind akut armutsgefährdet, 30.000 Frauen und auch Männer und Menschen sind armutsgefährdet. Das heißt, in Burgenland gibt es ein Armutsproblem, das ist noch nie gegeben, noch nie. Solch eine Armut hat es in Burgenland noch nie gegeben, wie es derzeit gibt. Und zwar aus dem einfachen und ganz logischen Grund, ganz logisch, weil natürlich im Zuge dieser EU-Situation insgesamt die Prioritäten sich verändert haben. Es hat sich alles komplett verändert. Nicht? Plötzlich gibt es eine Mindestsicherung für jeden, plötzlich gibt es eine Arbeitsmarktöffnung, jeder darf plötzlich überall arbeiten, plötzlich gibt es sogar diese Ausgleichszahlungen, wenn ein Pensionist jetzt in Rumänien zu wenig verdient, kriegt er sogar Ausgleichszahlungen von uns. Plötzlich wird alles über einen Kamm geschert. Plötzlich ist der Staat Österreich für alles zuständig, was man geben kann. Plötzlich kommt sogar im Gesundheitswesen dieser Wahnsinn, der demnächst auf uns zukommt. Das ist wirklich der Oberwahnsinn, obwohl wir ja schon Probleme im Gesundheitswesen, dass jeder im EU-Raum sich überall operieren lassen kann zu den gleichen Bedingungen wie in seinem eigenen Land. Das heißt, wenn ein Rumäne jetzt sagt, er braucht eine Operation, die wirklich lebensbedrohend ist, dann sagt er, wir will nicht in Rumänien diese Operation haben, sondern in Wien, und der braucht nichts drauf zu zahlen. Das heißt, das ganze Gesundheitswesen wird geöffnet. Wisst ihr, was da los ist? Da kann jetzt so viel passieren, dass plötzlich, und das wird nächstes Jahr so sein, dass plötzlich jeder natürlich nach Österreich kommt und da das Gesundheitswesen in Anspruch nimmt. Das ist da bei EU-Recht. Das haben sie uns damals nicht geglaubt, dass wir Freiheitlichen gesagt haben, die Arbeitsmarktöffnung wird uns Probleme bringen. Na, die schlimmen Freiheitlichen schreien schon wieder, die Arbeitsmarktöffnung wird Probleme bringen. Die hat Probleme gebracht. Die hat Probleme gebracht, die unüberwindbar sind. Wie gesagt, 350.000 will nochmal jetzt ins Burgenland. 350.000, wir haben 290.000 Leute, damit wir das auch haben. Das heißt, die Armut im Land wird immer mehr und mehr und immer mehr und mehr. Die Einzigen, die das verhindern können, sind wir Freiheitlichen, weil halt wir wirklich die Einzigen sind, die sich solche Dinge ansprechen trauen. Und das ist definitiv, wir trauen uns wirklich solche Dinge ansprechen. Sie haben heute den Stammtisch Armut im Burgenland organisiert. Wie zufrieden sind Sie gewesen? Ich war heute sehr zufrieden mit dem Besuch des Bürgerstammtisches, des zweiten Bürgerstammtisches. Man sieht, dass die Bevölkerung des Burgenlands sehr interessiert ist, was sich im Burgenland vor allem jetzt vom spannenden Wahlkampf abspielt. Mein oberstes Ziel war dieses, ganz einfach im Burgenland den Bürgern aufzuzeigen, welche Probleme haben wir im Burgenland akut. Zum Beispiel das Thema, wie man hätte angesprochen haben, das Thema mit der Armut, dass 4.500 Kinder akut armutsgefährdet sind, was der Hans Schürz sehr lautstark angesprochen hat, beziehungsweise was ein weiteres Ziel für mich ist, dass die Leute, weil ich habe den Eindruck, die Leute fürchten sich oder schämen sich, wenn sie für die FPÖ einstehen, man wird behandelt wie ein Aussätziger, und wenn ich mit gutem Beispiel im Bezirk Oberbundorf oder im Burgenland hinausgehe, die Angst den Leuten zu nehmen, weil sie wissen, die FPÖ ist die Partei mit den klaren Worten, wie es der Hans Schürz heute schon gesagt hat. Heute wurde sehr viel diskutiert. Haben Sie heute auch irgendwelche neue Themen, Ideen kennengelernt? Nein, weil das im Vorhinein ja schon alles bekannt war. Gell? Ich habe bei unserer Pressekonferenz, wie die ganzen Landtagskandidaten des Bezirks vorgestellt wurden, habe ich damals schon bei CCM-TV tatkräftig kommentiert, ich werde für das Burgenland, für die Armutsbekämpfung im Burgenland eintreten. Ich hoffe, dass heute ein paar die Augen geöffnet wurden und mit mir den Kampf zur Landtagswahl mitbestreiten. Wie fanden Sie den heutigen Abend? Ja, der heutige Abend war sehr interessant mit unserem Landesparteiobmann, mit unseren Spitzenkandidaten. Waren sehr interessante Themen, hat mir sehr gut gefallen, waren auch sehr gute Gäste da. Ganz eine gute Geschichte, also einmalig. Der heutige Abend war recht interessant. Es ist ein Thema, das relativ viele betrifft im Burgenland, und es hat sehr gute Beiträge gegeben von den Leuten, die selbst betroffen waren. Ja, war interessant, so wie der erste Stammtisch auch war. Recht informativ. Es ist durch das, dass immer mehr Leute dabei sind, bringt da jeder irgendwelche Erfahrungen oder sein Wissen ein.
und der Gedankenaustausch wird gepflegt und es ist eben auch, wie es eben bei einem Stammtisch ist, dass halt dann einmal vielleicht laut wird, dass Diskussionen entstehen, aber das gehört dazu.